So, hier sind wir für die zweite Folge. Tag 2 von dem Amerikaner. Ich bin der Amerikaner. Und wir haben unsere Yacht hier gefunden. Auf diese wunderschöne Insel sind wir gelandet und haben einen Kassettenspieler gefunden. Und es geht richtig ab hier. Wir haben hier auch einen Kopf gefunden. Block essen. Erstmal essen wir ein bisschen. Gut. So, los geht's. Heute geht's um Essen finden. Ich glaube, ich werde einen kleinen Bauernhof bauen. Und ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wirklich jemand so Essen baut. Oh! Vegetarier, es tut mir leid! Es tut mir... Wow. Oh, es tut mir leid. Aber ich brauche dein... Das brauche ich. Noch dein Panzer und so. Oh. Und die sind schon tot. Ich brauche dein Fleisch. Ich muss überleben. Okay, egal. Was ist das? Holz. Oh. Es scheint zu sein, als wäre ich nicht der einzige Überlebende. Aha. Das ist gar nicht so creepy, ne? Vielleicht einen Stein brauchen wir. Mal gucken. Und ich habe immer noch meine kleine Hütte da. Falls ich jemals in die Richtung gehen will. Nein, jetzt kann ich Köpfe aufmachen. Ja, Docktape. Braucht man, ne? Nein, falsch. Boom. Oh, zwei auf einmal. Hallo. Du bist ein süßer Ding. Ich werde hier ein Haus bauen, ne? Mit schönen Ausblick. Wow, das ist mega groß. So. Ja. Was ist das denn für ein Geräusch? Der immer tweetet und so, aber ey, vielleicht ist das Geschmackssache. Manche finden ihn echt geil. Also für manche Amerikaner ist Trump echt ein Held. Und das finde ich irgendwie lustig. Aber ja, falls ihr welche Fragen oder meine Meinung zu irgendwas über Trump hören wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde die in dem nächsten Video beantworten. Oh mein Gott! Ich frage mich, wie wissen sie, dass ich hier bin? Vielleicht hören sie einfach, was ich hier mache. Okay. Na, also es ist ziemlich laut mit dem Holzerei hier. Oh, hallo. Oh, holy shit. Es gibt drei. Wow. Ja, du schwebst, ey. Cool. Ja, das ist keine Szene mehr, ne? Oh. Oh. Mein Gott. Ich brauche einen Friedhof für ihr. Für euch. Ich krieg so einen Hals. Ich will nur meinen scheiß Hut hier bauen und ihr nervt mich so. Du kannst da drüben creepy sein. Lass mich in Ruhe. Echt ein Siedler hier, ne? Ich entbäume die Landschaft wie ein echter Siedler. Und dann bringe ich den Urwohner um wie ein echter Imperialist. Vielleicht nicht Imperialist, aber ihr wisst, was ich meine. Wann war es Amerika? Second. Also, das verstehe ich gar nicht, was er da meint, ne? Oh mein Gott! Fuck you, man. Fuck you. Oh, Jesus, fuck. Oh. Oh mein Gott. Die Nerven, ey. Also, es tut mir leid, aber hör auf, mich so anzugreifen. Oh. Mein Herz rast. Wow. Der sieht... Also, hat er Haare? Was bist du für ein Vieh? Hat sie Angst vor mir? Ich wollte dich nicht einschüchtern. Oder doch? Vielleicht doch. Also ich glaube, ich habe Hunger. Gut. Und Gesundheit ist gut. Was wird es denn langsam? Ja, es hält sich langsam.
gut. Es ist toll, dass ich mein Schiff da habe. Jetzt kann ich so langsam das Land erobern. Hi, ja. Ja, willst du spielen oder wie? Also ja, es geht dann. Oh, erstmal um seine. Nein, du willst nicht. Also seine Rhetorik finde ich bescheuert, ne? Seine Art und Weise, wie er redet, meine ich. Seine Ausländerpolitik finde ich bescheuert. Und was macht er denn eigentlich? Also für unsere. Oh, ich bin. Oh, ich muss mich waschen. Das war seine Ausländerpolitik und so. Ja, also. Was macht er denn eigentlich? Also, er sagt immer, ich will den Swamp. I wanna drain the Swamp. Aber wie sieht das denn aus? Hat er das gemacht? Also, wir haben auch Scheiße gebaut. Der einzige Unterschied ist, ja, also würde ich sagen. Also die Inhalte, das ist anders. Aber wir haben auch total Scheiße gebaut, zum Beispiel mit den Indianern. Und wir haben keinen Preis dafür zahlen müssen. Und wo im Gegenteil in Deutschland, ihr habt den Krieg verloren. Und ihr habt echt ganz viel daraus entziehen können. Also, eure Gesellschaft finde ich echt toll. Jetzt ist es super aufgeschlossen, finde ich. Und. Also, was ich sagen will, ist. Ich würde das echt cool finden, wenn Amerika auch aus seiner Geschichte lernen konnte. Also, sind die Probleme echt so schwierig, dass wir keine Lösung, keine Alternativen finden können. Das finde ich nicht. Halt einfach faul. Wow, also ich glaube, ich werde ein paar Tage brauchen, um das richtig hinzukriegen, dass hier mit der Hütte mein Vacation Residence. Aber ja, es wird spät. Ich habe Hunger. Gut. Das ist jetzt voll creepy. Was ist das? Komisch. Aber ja, weil jetzt meine Meinung über Trump. Ich finde ihn irgendwie bescheuert. Es ist einfach, er trifft meinen Geschmack nicht. Er ist auch halt Mensch und ich versuche ihn als solches zu betrachten. Seine Politik stimme ich nicht zu und ja, manchmal bin ich einfach froh, hier leben zu dürfen. Und wie gesagt, wenn ihr welche Fragen zu Trump haben, schreibt die ruhig in den Kommentar und ich werde die in dem nächsten Video beantworten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.